Ja, ich hoffe einfach, eine Menge Infos zu kriegen zu den vielen Sachen, die in Spandau doch noch laufen, weil gemeinhin heißt es immer, in Spandau passiert relativ wenig und wird nur weggestrichen. Ja, mal sehen, was kommt. Freue mich, andere Menschen, die sozial tätig sind in Spandau, hier heute zu sehen und vielleicht auch neue Netzwerke zu knüpfen, um darauf aufzubauen, und hoffe, dass ich durch die Arbeitsgruppen, die ich mir schon angeschaut habe, auch noch mehr in die speziellen Gebiete der meiner Arbeit komme und da noch mal mehr Leute treffe, um dann später mal das aufrechtzuerhalten und innerhalb von Spandau eben mehr Netzwerk zu haben. Die Erwartungen vom heutigen Tag sind spannende Informationen über Aktivitäten, die in einem Bezirk wie Spandau stattfinden. Ich habe ja schon gehört von dem Initiativkreis und bin da ganz neugierig. Ja, ich hoffe, viele neue Eindrücke zu bekommen, insbesondere was auf der schulischen Ebene an Partizipationsmöglichkeiten über die Schülerversammlung und Schülerrat hinaus angeboten werden bzw. möglich sind. Die heutige Veranstaltung findet ganz offensichtlich großes Interesse. Das zeigt Ihre Anwesenheit und die große Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich habe gerade schon gehört, dass die Zahl der Arbeitskreise nochmal erweitert werden musste. Ich freue mich sehr darüber. Und da kommt natürlich dem Jugendalter, dem Alter, wo entscheidende Prägungen ja auch vorgenommen werden, große Bedeutung zu. In dieser Altersgruppe passieren wesentliche Weichenstellungen, Einstellungen, Grundhaltungen werden in der Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen und mit der Gesellschaft wesentlich geprägt. Grundlegende Interessen werden festgelegt. Und deswegen halte ich es für ausgesprochen wichtig, an dieser Stelle die Beteiligungsrechte von Jugendlichen nicht nur zu stärken, sondern auch alles dafür zu tun, dass sie diese Rechte, die sie haben und die sie ja auch zum großen Teil jetzt schon haben, verstärkt wahrnehmen, dass sie sie kennenlernen und dass sie ein Interesse dafür entwickeln, sich in dieser Weise in die Gesellschaft einzubringen. Was ist Beteiligung? Das ist Beteiligung. Beteiligung ist nichts. Macht doch, was ihr wollt. Und es ist auch nichts. Heute tun wir mal so, als hättet ihr was zu sagen. Also sie ist nicht zum einen dieses, Kinder sollen doch, also ohne Anleitung einfach tun, was sie wollen, nicht so dieses Kinder an die Macht und ohne Sinn und Ziel, und auch nicht diese Spielwiese und Beschäftigungstherapie nach dem Motto, oh, kurz vor den Ferien weiß ich nicht mehr, was ich tun soll, also machen wir jetzt mal ein nettes Projekt zur Beteiligung oder irgendwie so ein nettes Projekt, wir haben schon lange nicht mehr gefragt, was sie eigentlich wollen, also machen wir das heute mal, sondern Beteiligung ist Teilhabe, und zwar ernst gemeinte Teilhabe. Teilhabe an Entscheidungen, wo die Belange von den jungen Menschen betroffen sind, und das heißt, Kinder und Jugendliche als Expertinnen für ihre eigenen Belange auch ernst zu nehmen. Nach 18 Wahlen oder überhaupt Wahlen haben wir einen Studienpolitiker-Parcours organisiert, also wo wirklich dann Jugend und Politik am Tisch sitzen, über ganz konkrete Themen diskutieren, sich austauschen. Und da gibt es natürlich zahlreiche punktuelle Beteiligungsmöglichkeiten, die wir versuchen immer mal wieder anzuschieben. Das würde ich nur ganz kurz erwähnen, einfach, dass das Kinder- und Jugendbüro natürlich auch als Aufgabe hat, in vielen Gremien vertreten zu sein. Wie schon gesagt, in der Spielplatzkommission, aber auch in den regionalen AGs nach § 78 einfach, um immer wieder das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung auf den Tisch zu bringen. Denn selten werden die Kinder und Jugendlichen selbst zu diesen Gremien, in diese Sitzungen eingeladen, ihre Anliegen vorzubringen. Und wir vom Kinder- und Jugendbüro versuchen daran zu erinnern. Fragt sie doch auch mal selber, sollten wir da nicht einfach von vornherein mit den Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten? Ein Beispiel, zum Beispiel das eingeführte G8-System, also dass wir jetzt nicht mehr 13 Jahre Schule haben, sondern 12 Jahre. Und das ist halt super anstrengend. Es ist zwar mal ein Jahr weniger, aber das ein Jahr muss halt auf die Klassen verteilt werden. Und es kommt einem, wenn man das erzählt, relativ wenig vor. Im Endeffekt ist es aber unheimlich viel, unheimlich anstrengend und unheimlich stressig. Und die Idee war eigentlich vorher, dass man das G8-System mal einführt, also ein Jahr später eine freie Schule Abi hat, und dass man aber das Schulsystem sich auch dem anpasst.
Aber bis jetzt wurde halt nur eingeführt, dass das G8-System halt stattfindet, aber das Schulsystem ist immer noch das gleiche wie vor den 13 Jahren. Also immer noch der gleiche Anspruch besteht immer noch, aber die 12 Jahre sind kürzer als vorher. Seht doch mal zu, sondern ich will, dass 2020 das klar ist, dass es feste Rahmenbedingungen gibt, an die sich die Kinder und Jugendlichen halten. Reiner Hooliganism, weg vom wohlwollenden Monarchen hin zu verlässlichen Strukturen der Kinder- und Jugendbeteiligung. Also nicht, dass wir mal Beteiligung geben und nehmen, so wie uns das passt als Erwachsene, sondern als verlässliche Strukturen. Das ist ein Projekt der Christian-Morgenschwer-Schule, eine Grundschule im Stadtteil Spandau-Starken. Und das Verein Kripswerke, der Kripswerke-Verein, ist ein Verein, der sich für emanzipatorische und auch partizipative Formen von Theaterpädagogik rund ums Kripstheater beschäftigt und dort auch unterschiedliche Projekte macht. Außerdem ist das Projekt in Kooperation mit dem Kripstheater gestaltet, das Kripstheater vielleicht bekannt, aber ja, zu definieren als ein Theater, das die Wiege des emanzipatorischen kinderorientierten Theaters darstellt. Ich habe schon aufeinander zugehen. Meine Vision ist, dass sich mehr als nur die Leute beteiligen, die sich jetzt schon beteiligen, dass es einfach eine breitere Beteiligung ist an unserer Schule. Wolfgang-Borchert-Schule und wir sind das Team und wollen Sachen, also Probleme an der Schule verändern. Befragungen zu Angebot, Räume und Betreuung sowie eine Raumgestaltung und Raumplanung aufführen. Unterschiedliche Formen von Beteiligung schon durchgeführt. Also nicht nur Projekte, sondern es gibt auch schon sozusagen sprechen eine gewisse Bildungsschicht an. Gewisse Formen. Es kann Ausnahmen geben, solche Überlegungen mit reinzunehmen, indem man versucht, solche Sachen auch zu tun. Wollen Sie dazu was sagen? In Bereitschaft, beziehungsweise hier nicht so gut aus. Man muss aber feststellen, dass die Jugendlichen wirklich ein bisschen an Selbstbestimmung und Mitwirkung fehlt. Soziale Arbeit, also für Partizipation habe ich halt Meinungsfreiheit. Dafür ist natürlich die Grundlage, dass meine Meinung überhaupt gehört wird oder überhaupt berücksichtigt. Ich kann nicht sagen. Von denen jetzt überhaupt nicht die Rede ist, aber Sie gehören. Ich denke, dass nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene. Hier für mich wäre, glaube ich, die erste Vereinbarung. Ich stehe ja immer so ein bisschen zwischen dem. Und das ist das, was ich. Kann ich noch weiter? Die Kernaussage, die am Schluss in der Mitte gelandet ist, war, wir sind ja hier bei der Fachkonferenz hauptsächlich. So, in den anderen. Außerhalb der Kunst- oder Kassen der Vorstellungsgründe werden welche Eignungsmodelle, die Jugendschulen malen, für Kinder. Bist du eher Angst gemacht?